Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei den Mountain Farmers. Heute mit dabei der Ducky, der Lenny, der Michael, der Werner und der Paul. Guten Tag, ihr Herren. Hallo. Mhm. Hallo. Ist nichts passiert. So. Nichts passiert. Das ist alles aber gut. Immer. Hier steht ein Förderband am Händler. Ja. Läuft? Also nicht mehr? Ja, doch, doch, das soll da stehen. Das ist Verwartung. Herr Clubmanager, ich bräuchte entweder Obstkisten oder Gläser. Herr Clubmanager. Ich gebe dir mal erstmal Gläser. Paul ist der Manager vom Club. Ja. Swinger. Ah, nein. Wie kannst du mitnehmen? Was? Gläser. Ich habe den Gator und den Anhänger dabei. Also drei. Drei Gläser kannst du mitnehmen, in Gator und in Anhänger. Weil ich nicht so gut stapeln kann wie der Paul. Also 30 müssen draufgehen. Uwe. Ja. Ich habe das letzte Mal 4 Lagen drauf gemacht. Hätten einen kleinen Zwischenverkauf und würden da gerne einen Preis anfragen. Ja. 10 Stück Grasilaschballen. Ja, 270 pro Tonne. 1000 Liter. Lustig. Ich habe jetzt die Gläser in den Fußraum vom Gator gestellt. Das geht. Ja gut, kann man machen. Auf, ich mach da noch mehr rein. Oh, die glitschen wieder raus. Wer hätte es gedacht? Du weißt, was mir gerade aufgefallen ist. Nee. Wir haben eine Palettengasse rumstehen. Ja gut, kann ja keiner ahnen. ja. Auch mal wieder eine. Uwe? Ja. Zahlung bei Lieferung? Braucht ihr es so dringend? Nee, sonst fahre ich es halt woanders hin. Was denn überhaupt? Silascheballen. Sag mir mal, was du bekommst, dann kann ich dir sagen, ob ich es dir gerade geben kann. Ich weiß. Was haben wir gerade ausgerechnet? Warte mal. Wir wollen schon am Anfang auf Kommission kaufen, merkst du? Also Grassilage ist bei 198. 11.000. Beim Futterverkauf. 11.000 für alle 10 Ballen? Ja. Ja, kannst du kriegen. Also ich habe falsch gerechnet, das weiß ich nicht, aber... Du bist, du bist ja ein ehrlicher Käufer und Verkäufer. Was sagtest du gerade, Paul? Wie viel gibt's so im Futterverkauf? 198. Jo. Das sind 8.000 Euro, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Oder was zahlt deine BGA? Ich zahl 270. Ja. Ja, wieder mal ein Grundrauschen. Oh, bin ich das? Ach, Grundrauschen? Herrlich. Nee, Michael war, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist die Geldzählmaschine bei Paul im Hintergrund. Du, ich habe den Hofladen schon zweimal wieder drin. Dieses andere Grundrauschen. Dieses angenehme Grundrauschen. Ja, ja schon, ne? Apropos, ich hätte noch 61.000 Liter Silage hier rumliegen. Ja, kannst du gerne vorbeibringen. Sind die Gläser jetzt gemietet oder gekauft? Gekauft. Ich miete nicht, das ist mir zu heiß. Komm, ein einziges. Nein. Bin ich dran pleite. Komm, Paul, tu es einmal. Komm, Paul. Ah, verbuggt, weil das Scheißding weg ist oder wie auch immer. Nee, kein Bock. Das testen wir mal im Singleplayer, aber nicht hier. Doch keine Challenge. Trotzdem ist es scheiße. Ja, braucht ihr Förderband gerade, sonst würde ich mir das mal kurz holen. Nimmst du ja. Ein brüderliches Geben und Nehmen ist das hier. Ja. Okay. Bitte vergiss das für nicht, für die Gemeinschaft. Oh, wir Gott, geben uns das Gott. Geld oder wir nehmen es uns halt einfach. Mhm. Ich guck mal, ob ich damit bei unserem Hof ankomme, so. Hey, sag mal, ist das richtig, dass diese Planken vom Gator einfach gar keine Kolli haben? Ja, leider. Voll ätzend. Das ist voll geil. Hast du das denn da reingestapelt? Wenn du es drin hast, kannst du es nicht mehr rausschieben, normalerweise. Du musst es einmal reinfahren und dann kannst du es wieder gegen die Wand führen. Nee, das geht nicht. Ich mach das da immer durch. Guck mal. Achtung. Da steht einer hinter mir. Duck. Was? Hier, dann leert das selber auf die Scheiße. Ich fahr das Förderband. Gluck. Wo muss das wunderbar hin? Zu unserem Kuhhof. Warum lenkt denn das nicht? Ui,
Ja, das liegt etwas schwierig. Deswegen gar nicht. Das Problem. Ja. Du, wem gehört das Feld hier? Werner, fahr ruhig durch. Ihr wisst, das ist unser Förderband, ne? Ja. Euer Förderband und euer Feld. Ja. Das lenkt nicht. Natürlich lenkt es nicht. Ja, also ja, doch, ja. Es, du es, hast gesehen, es dass lenkt nur bei 1 km/h. Ja. Das ist gar nicht nervig. Kann man das nicht anhängen? Aber weißt du, was das bessere Variante ist? Selber kaufen. Aber du kriegst den Traktor da nicht mehr weg, du musst ihn zurücksetzen. Wann? Wenn es oben ist, dann mache ich das gerne. Ja, okay, dann mach. Kannst du mir auch noch gerne Garter nehmen. Aktive Glitschen hier, ne? Was? Aktiv, was meinst du? Was? Ja, dieses aktive Glitschen, Bug-Using. Warum? Ich kann ja nichts dafür, dass das Ding nicht funktioniert. Naja, wenn das Ding oben ist, dann setze ich meinen Traktor gerne zurück, damit ich nicht runterfahren muss. Naja, setz dich mal bitte in dieses Förderband und fahr das. Wir müssen den Traktor ja wieder hochfahren. Ich lass das jetzt verstehen. Das ist doch nicht Bug-Using. Mehr. Das ist ja scheiße. Du musst also, selber wieder hochfahren. Also irgendwas musst du selber... nee, wenn das alleine hochfährst, dann geht's. Warte mal, ich hab mal kurz eine Idee. Oh! Stopp mal, was machst du jetzt Schönes? Förderband hoch. Da komm ich her. Danke. Warte mal, ich jetzt wieder so. Bitteschön. Das ist ja ein Zustand, ey. Geht doch nicht so, oder? Ernsthaft? Hab ich jetzt das Ding hier im Busch festgefahren? So. Mein Glück ist das wahrscheinlich zu schwer und das Ding kippt um. Nein. Oh Gott, die Palette liegt falsch rum drauf. Dagi, du bist einfach zu ehrlich für dieses Projekt. Was? Warum? Du hast nicht mal den Deutsch aufgemacht. Oh, hier, so geht das. Doch, auf 60. Nee, war auf. Ah, du hast ihn zurückgesetzt, deswegen war wieder zurückgesetzt. Wo muss das jetzt zum Kuhhof, das ja? Das Projekt. Als ob du hier jemals 60 fahren kannst, gescheit. Also ich habe meinen Johnny zu Uwe geht das super. Zu unserem Kuhhof, ja. Ich krieg schon die Krätze, wenn ich 40 fahre hier. Vielleicht schaffe ich mal 50, aber dann war es auch schon. Was meinst du, wie das bei deinem Hoflagen passiert ist? Dings sammeln, ne? Das Gras muss noch gesammelt werden. Ach so. Holla, das Gras, ja, dringend. War da was zu schnell? Ich hatte nur abgebrochen, weil ich ja den helfen wollte. Boah. Visage rausfahren. Ja, ja. Ich hab nur leider gerade deinen Schlepper. Wenn du mir den Johnny gleich runterbringen magst, dann können wir tauschen. Ja, ja, scheint gut zu funktionieren, runter. Ne? Was? Scheint gut zu funktionieren, so. Ja, das Problem ist, also die nur, Steigung ist hier zu steil. Kannst du es nicht anhängen, das Ding? Wie anhängen? Das Förderband dranhängen hinten. Ja, aber ich dachte, man muss es dann zurücksetzen. Ja, das Ding muss doch eh zum Händler zurück. Nee, den Schlepper musst du zurücksetzen, nicht das Förderband. Habt ihr euch jetzt doch, den. Doch. Habt ihr also das Gerät vom Händler gemopst oder was? Was? Moment. Ist hier irgendein. Ist der Telelader vom Händler irgendwo anders? Ich glaube, Die haben sich den mal ausgeliehen. Versucht das Förderband aus der Hecke zu kriegen. Mit dem Telelader vom Händler. Ja, sicher. Kauft den eigenen. Ja, aber echt. Ihr habt doch Geld wie Heu. Hallo, wir haben uns gerade eine Palettengabe gekauft. Und Heu zum Erbrechen. Wir haben kein Holz zum Erbrechen. Ihr habt Holz zum Erbrechen. Aber wir haben es auch ehrlich angefahren. Moment mal, nein, wir haben ja auch Heu, stimmt, da war was. Da war ja was. Ah ja, das Ding ist aus der Hecke, bring den Telelader zurück. Ja, oder? Mach ich gleich, da vorne ist noch eine Hecke. Hast du jetzt den Spion hier oder was? Da vorne ist doch eine Hecke. Weißt du, wenn man schon aufgeflogen ist, so, dann einfach noch weitermachen. Auf Realismus, es tut mir leid, ne, aber das musste ich mir geben. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ich bin diesmal nicht schuld. Oh, so, Mann, bring jetzt den Telelader zurück. Ja, sobald das Ding hier aus der Hecke ist. Das Ding ist aus der Hecke. Ja. Jetzt steht's in der Wiese, na toll. Das hat keinen Vortrieb in der Wiese. Warte. Hat unser Radlader auch nicht. Jetzt ist es aus der Hecke. Ach, du bist ein Arsch. Ja, danke, Ducky. Hast du den starken Helfer angemacht? Ja, nein, er hat es zurückgesetzt, wieder zwurf. Wow. Kannst du es selber holen. Ja, allerdings, ich lasse den Telelader hier stehen, in der Hecke. Nein. Doch.
Nein. Warum den schließlich nicht? Ich habe eine Palettengabel. Ihr seid ganz unkollegiale Menschen, muss ich euch mal sagen. Wer hat das Ding nicht so gesetzt? Das war dein Kollege. Ja, berechtigt, also, weiß. Ich glaube tatsächlich, den steigt das Geld so ein bisschen zu. Ja, das ist, Kopf. Ne? Die drängt komplett am Rad hier. Ja, absolut. Immer noch Honig, ne? Hauptsache Geld. Gute Idee, Paul. Schreiben wir erstmal eine 60 rein, oder? Wir nehmen das Ding hier aus dem Weg. Entschuldigung, mach's vor nicht zu, Mann. Alter, ihr Warum seid aber so Anti-Mates. Warum hast du einen Eimer gekauft, frage ich mich gerade. Ja, ich brauche einen Eimer. Aha. Alter. Willst du das Förderband hochfahren? Dann stapel ich weiter, oder? Ich hab einen neuen Traktor. Ey, Lenny, ich schmeiß dich gleich vom Server, wenn du mir hier auf den Sack gehst, ne? Ich verkaufe ihn gerade, warte. Moment, was verkaufen? Seh schon, hier gereizte Stimmung, Alter. Ja, minimal, ne? Bisschen Blutdruck ist auch dabei, glaube ich. Immer, Lenny, hast du einen schlechten Tag gehabt heute, oder was? Oh, richtig schlecht. Der lebt gerade seine Aggression aus. Also bei meinem Kleinen ist das so, nach müde kommt doof, ne? Ja, da bin ich auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch. Ist das nicht auch bei Alkohol so? Oh, das fehlt noch. Aber ich trinke keinen Alkohol. Achso. Sehr gute Entscheidung. Jetzt weiß ich, warum wir uns so gut verstehen. Du, das muss andersrum da hoch. Wo bist du eigentlich, Uwe? Beim Händler. Leg das mal hier hin. Gott, okay. Ey, Moment, der hat hier Beam gekauft. Was? Irgendjemand hat uns hier Beam gekauft, das ist aber freundlich. Danke. Schwinde, Alter, geh wo du wohnst. Die wollen uns unser Geschäft kaputt machen. Wer denn? Was heißt kaputt machen? Weißt du, nur weil ihr hier Wucherpreise für ein Glas Honig aufruft? Achso, Uwe macht jetzt auch Honig, oder wie? Wucherpreise, ja. Ja, ich mache... Entschuldigt. Ein Honig, ein Bienenvolk, weil ein Volk halt super in einen Hofladen geht. Passt. Und da die Kollegen ja eh alles zupflastern auf dieser Karte mit ihren eigenen Läden. Was alles? Das nennt man Franchise-Kette. Franchise, wir sind nicht bei Burger King hier. Ein Franchise selber betreiben, ne? Ich glaube, das nennt man dann anders. Und wie läuft das mit dem Förderband? Das ist wie bei Ikea, das ist ein Lizenzprojekt, einfach um Steuern zu sparen. Wir sind in den Niederlanden gemeldet übrigens, da zahlt man nur 7% Lizenzgebühr. Ach ja. Okay. Uwe, wie viel Bienenkarton hast du gekauft? 4. Wir sind die Paul und Lenny Bee Inc. Ja. Nee, 4 Stück. Komm doch da rein, oder nicht? Die PLB. Da kommt Förderband. Das ist diesmal unseres. Kommt vorbei. Das fährt ein bisschen besser als das andere. Fährt überhaupt? Das andere fährt gar nicht. 16 war passt in einen Stock, ne? Das hier ist 14. Doch das normale, oder? Nein, das ist mit Autoload. Danke. Nee, aber ich meine, das kann ich ja anhängen, ohne dass ich den Traktor zurücksetzen muss, oder? Theoretisch, aber es läuft ja schnell genug selber. Du musst nur rechtzeitig die Bremsen vor der Kurve. Und lenken vor allem. Wow. Das ist ziemlich ausladend nach hinten. Achtung, Glastransport. Ich kann Glastransport. Nicht auf Vorsicht, hoch. Vorsicht, nicht werfen. Vor allem vorsichtig stoßen wäre besser, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Der gleiche Hersteller und Fahrzeug gewesen. Ja. Uwe, jetzt überlegt, welches Teil gehört zu welchem. Uwe, du kannst schon mal den Geldbeutel aufmachen. Der Tag ist gleich bei dir. Ja. Wenn ich da heil ankomme. Sieht gut aus. Mann, ist so doll. Alter! Geht nur bergab. Alter! Was habt ihr Cooles angestellt? Also, unser Vulkan ist ja immer noch da. Wie lange geht das wohl, bis der Vulkan dann gültig weg ist? Du bist breiter als wie normal. Alter, da sind noch 400 Liter drin. Der geht ja noch ewig. Welcher Vulkan? Habt ihr Stapelkunst Deluxe verwendet, oder? Paul, ich hab Paul, das ist ein Mod. Stapel Paul. Nee, ich meinte Werner und Ducky. Also, die haben auch einen Paul. Nee, wir wollen keinen Paul. Wow, danke. Ihr seid ja freundlich. Wir sind ehrlich. Ja. Okay. Den Unterschied versuche ich dem Uwe auch ständig beizubringen. Oh. Ehrlich und böse, oder was?
Was soll ich denn hiermit eigentlich am Kuhhof? Wir müssen das Silage leer machen. Ich komme gerade hoch mit dem Traktor. Wo sollen wir das denn hinbringen? Ja, zu BGA. Zum Uwe. Ja. Das hat geheißen, wir dürfen kommen. Dieser Unterton zum Uwe. Weißt du das ehrlich jetzt? Also? Ich weiß nicht, ob ich geortet habe, ihr dürft kommen. Das war überhaupt nicht so gemein. Passt. Du hast gesagt, her damit. Ja, zu Werner, aber zu so Leuten, die nur noch Bienen und also sich für was Besseres halten. Nur Bienen, hallo? Zahlen wir nur 210. Sie mieten auch Gläser. Wir halten uns ja nicht für was Besseres, wir sind einfach was. Ich habe überhaupt keine Gläser gemietet. Was habt denn ihr immer mit euren Gläser mieten? Ja. Wir brauchen eine Schippe erstmal, um das aufzudecken. Das war's so. Da gibt's doch irgendwas. Scheiße, musst du weiter runterfahren. Ach du Scheiße. Ja, wenn du sie nicht mitgebracht hast, dann musst du wohl noch mal runterfahren. Okay, du darfst dann MF fahren. Was soll denn das jetzt heißen? Da klingt was ziemlich genervt. Danke, hast du den Fan bekommen. Ist aber schön. Also, ich weiß nicht, was ihr habt, oh Jungs. Oh Gott. Ben, hab ich eigentlich angefangen? Ja, hast du. Ich frage mich halt, warum Dark immer nach hinten guckt, so ganz sporadisch. Ich frage mich, warum Michael hier gerade die Kreuzpaarungstanz macht. Aber ich glaube, das machen wir lieber beim nächsten Mal. Werner, wir haben heute einen Baum gefunden. Gut, dass da ein Baum ist. Bitte, abgehalten. Ich bin bis Holland geflogen. Stell dich wieder auf die Füße. Was verkaufst du da? Ist das Heu? Ja. So, liebe Leute, wir sehen, Michael ist hier noch fleißig am Tanzen. Mal gucken, ob er noch einen zweiten Deutz findet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Michael sieht gut aus. Und dann sehen wir uns später zu einer weiteren Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Kurz sprechen.